Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blau. Wir sind wieder in Memoria City und sind bereit, Rocco zu klatschen. Zumindest hoffe ich, dass wir bereit sind. Ich habe noch ein bisschen trainiert, wie man das sieht. Alle auf Level 12 bzw. Elizabeth habe ich mich dazu entschieden, war ich schon auf Level 13. Noch bis Level 14 zu trainieren, weil sie dann endlich Giftstachel lernt. Ja, Talon unverändert, was soll da auch groß passieren? Da passiert halt auch so schnell nichts mehr. Elizabeth, wie gesagt, hat Giftstachel bekommen. Wo ich mal dachte, ja komm, das werde ich vielleicht früher oder später brauchen. Eine Sache muss ich mal schnell nachgucken, weil ich das noch schnell checken wollte. Glücklicherweise habe ich die Seite offen. 16, genau. Auf 16 entwickelt sie sich. Das wird auch ziemlich gut. Und ja, Eliza hat zumindest relativ schnell, hat ganz guten Angriff, ne? Kann man ja mal machen. Hat aber immer noch nur Furienschlag. Lernt eine neue Attacke auf Level 12. Furienschlag. Das hat es jetzt nicht so richtig gebracht, irgendwie. Ich glaube, was war es die? Ich habe es nachgeguckt, ich habe schon mal vergessen. Die nächste Attacke, die es lernt, war, glaube ich, Level 20, dann Duo-Nadel oder sowas. Also, ein Randomizer ist cool. Finde ich auch immer wieder schön, wenn ich das mal mache, aber in der ersten Gen ist das echt blöd, weil einfach man kriegt keine Attacken für seine Pokémon. Das ist echt schlimm. Also gut, Rocco, auf geht's. Ich fange jetzt auch mit Bibo an. Weil ich mir so dachte, ja komm. Furienschlag, solange er nicht gerade Gesteins-Pokémon einsetzt, passt das schon. Natürlich hat er jetzt Psycho-Pokémon, ne? Das ist. Ja gut, was der maximal, glaube ich, haben könnte, wäre Konfusion. Das bezweifle ich irgendwie sogar, dass das hat auf dem Level. Deswegen, ich bleib mal drin. Oh Gott, wir machen ja gar keinen Schaden. Ja. Das ist es leider, was ich befürchtet habe. Wir machen einfach keinen Schaden. Ich hatte die Hoffnung, dass Eliza das trotzdem schafft, aber irgendwie ist das hier gar nicht die beste Taktik. Ach ja. Und Furienschlag kann daneben. Wobei, ich glaube, in der ersten Gen konnte jede Attacke daneben gehen. Selbst wenn die Attacke eigentlich 100% Genauigkeit hat, kann die, glaube ich, daneben gehen. Irgendwie sowas war da. Auch. Keine Ahnung, warum. Ja, aber ich merke schon, das lohnt sich so nicht. Also selbst wenn ich 5-mal treffen würde, was ja natürlich nicht passiert, weil warum sollte es? Selbst dann wird das nicht funktionieren. Deswegen, ich versuche es mal mit Talon, dann ist halt wieder die... Ach, Hypnose, großartig. Dann kommt da wieder die beschissene Strategie, aber ganz ehrlich, das ist, ich weiß nicht, was ich anders machen soll. Ach so, natürlich, ach ja, der Instant-Hyper-Heiler. Ich mache das jetzt so lange, bis er keine Hyper-Heiler mehr einsetzt, weil ich will das jetzt wissen, ob das möglich ist. 3 Stück. Die Trainer haben maximal einen Trank normalerweise, aber endlos Superheiler oder was? Ich muss ja wirklich sagen, ich wusste das ja vorher nicht. Ich habe das ja auch jetzt durch Zufall beim letzten Versuch gegen das Rihorn herausgefunden. Hey, vergiftet, Instant Hyperheiler. Dass die KI weiß, welche Attacken ich mache, bevor ich es selbst weiß, ist schon heftig. Dass sie dann halt instant darauf reagieren kann. Vor allem, ich wette, wenn ich jetzt eine Hypnose einsetzen würde und es daneben geht, kommt kein Hyperheiler, weil die KI auch wüsste, ob die Attacke trifft oder nicht. Würde ich darauf wetten. Würde ich darauf wetten. Das ist schon einfach nur noch unfair dem Spieler gegenüber. Aber dass der vor allem scheinbar einfach auch endlos Hyperheiler einsetzen kann, das ist brutal. Ich mag die erste Gen, wirklich. Ich habe da jetzt nicht unbedingt ein Problem mit, aber das ist schon einfach nur noch ein... Was hat man sich dabei gedacht? Ich meine, klar, normalerweise braucht man solche Strategien nicht, schon gar nicht bei Rocco. Da hat man eigentlich immer, sogar egal welcher Stadt, selbst mit Glumanda, konntest du den mit Glut an die Wand klatschen. Was schon erstaunlich ist, aber trotzdem. Ich finde das schon hart. Natürlich trifft seine Hypnose. Wie viel Schaden macht das? Na gut.
Ich glaube, damit kann ich leben. Wobei, wahrscheinlich schlafe ich jetzt erstmal 8 Runden und dann ist es halt, ja, damit leben ist schwierig. Ich weiß ja, wie dieses Spiel funktioniert. Ach stimmt, Aufwachen verbraucht hier eine Runde. Das habe ich ja völlig vergessen. Moment. Staccato kann, glaube ich, bis zu 5-mal treffen. Und 3-mal 5 wären halt 15. Bedeutet, wenn er jetzt irgendwie aus jedem Grund vor mir angreifen sollte, hätte das killen können. Und das Risiko gehe ich nicht ein. Natürlich, Hypnose hätte ich mitrechnen müssen. Ich muss gerade ganz ehrlich sagen, bei dem, was ich jetzt so hier über die erste Generation noch herausfinde, solche Sachen wie, ja, also ich habe das mit dem Schlaf euch verdrängt, zum Beispiel Aufwachen frisst eine Runde. Die Arenaleiter können endlos Hyperheiler spammen, genau in dem Moment, wo du, ach, fuck, ich habe verloren. Genau in dem Moment, wo du halt, was wollte ich gerade sagen, genau, in dem Moment, wo deine, wo du eine Statuswendung machst, heilen sie schon. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob Wickel so overpowered ist. Denn für den Spieler ist es eine der wenigen Möglichkeiten, hier irgendwas zu machen. Und Garados ist jetzt so... Am liebsten würde ich Garados paralysieren. Aber es bringt ja leider nichts. Allein damit ich schneller bin. Weil es ist jetzt egal, was ich... Es ist egal, ich kann nichts machen. Ich kann Wickel spammen und beten, dass ich es überlebe. Und... Ja, die Wahrscheinlichkeit dafür ist ziemlich gering. Formulieren wir es ganz ehrlich. Das ist das zweite Garados, was wir treffen. Im Wald hatten wir einen Garados und jetzt haben wir hier einen Garados. Und der Grund, warum ich nicht heile und damit die ganze Zeit riskiere, dass Talon drauf geht, ist, ich gehe irgendwie davon aus, dass dieses Garados... dass dieses Garados auch Drachenwut hat. Das würde es nicht bringen, mich zu heilen. Deswegen versuche ich gerade einfach jetzt erstmal, also jetzt werde ich schon heilen. Aber der Plan war jetzt erstmal so viel Schaden wie möglich zu drücken, weil ich nicht davon ausgehe, dass... Oh mein, ich sehe gerade, Elizabeth hätte über 40 KP und Eliza auch. Eliza ist nur leider halb tot. Huh. Crit, natürlich! Weil, gut, also, man möchte meinen, dass ich mich da mittlerweile dran gewöhnt habe, weil wenn ich eine Nuzlocke spiele und ein Pokémon stirbt, ist wirklich 90% der Fälle ein Crit. Was echt deprimierend ist. Aber man möchte meinen, ich hätte mich mittlerweile dran gewöhnt. Habe ich nicht. Es geht mir immer noch auf den Nerven. Giftstachel versuche ich gar nicht erst. Dürfte immer noch schwächer sein als Kratzer und das Gift bringt ja leider auch nichts. Kratzer hat Stärke 40, du hast Stärke 10? Wie stark ist Giftstachel? Ist scheiße schwach. Bestenfalls 20 mit Step 30, also ist Kratzer wirklich stärker. Ja, und da ist die Drachenwut. Ich wusste, dass er Drachenwut hat. Das ist wieder verloren. Wow. Ach so, und Geduld hast du auch. Wow, Garados hat ein asoziales Moveset. Ja, toll. Ja, scheiß drauf. Also, allein jetzt hätte die Geduld schon gekillt nach den zwei Schlägen. Kann ich auch drauf wetten. Deswegen kann ich es auch komplett übertreiben. Jetzt hat er gar keinen Schaden gemacht. Wieso hat das jetzt keinen Schaden gemacht? Jetzt ist das Schlimmste so. Ich hätte jetzt erwartet, die Geduld wäre ein Insta-Kill gewesen einfach. Erstaunlicherweise war es das ja nicht. Ich habe wohl einfach nur vergessen, wie genau Geduld funktioniert. Aber das Erstaunliche ist jetzt, ich hätte das theoretisch sogar noch gewinnen können mit Eliza. Wenn sie denn öfters als zweimal getroffen hätte. Schön. Zweite Mal verkackt. Das ist hart. Das ist wirklich hart gerade. Der zweite Versuch und wieder bin ich an Rocco gescheitert. Ich komme an Rocco nicht vorbei. Weil der jedes Mal einfach etwas hat, was ich nicht besiegen kann. Das Kokobai hat mir schon Sorgen bereitet. Aber das Garados war halt ein Overkill. Da konnte ich nichts machen. Das ist scheiße. Ich
Ich überlege halt allen Ernstes, was ich jetzt tun soll. Ich meine, ich könnte jetzt nochmal von vorne anfangen. Ich könnte die Regeln anpassen, dass ich dann irgendwie doch sage, ja gut, Trainer-Pokémon ähnliche Stärke. Wobei Rocco ein Onix hat, was halt auch, ja, recht stark ist. Also der wird so oder so ein starkes Pokémon da haben. Und irgendwie, gerade in der ersten Gen, denke ich mir so, scheiß drauf, da kannst du eigentlich auch ein bisschen auf Randomness gehen. Ich hätte Relaxo gebraucht. Mit Relaxo hätte ich es vielleicht sogar noch schaffen können auch. Merke ich gerade so. Aber Relaxo ist ja bei dem ersten Gyarados im Wald schon verreckt. Was mache ich? Ich bräuchte tatsächlich einfach stärkere Pokémon quasi, wenn ich hier bei Rocco ankomme. Oder ich müsste Glück haben, dass Rocco halt nicht solche starken Pokémon hat. Weil letztes Mal war es ja das Rihorn, was mich zerlegt hat. Das Rihorn ist ja nicht mal übermäßig stark oder so. Rihorn wäre ja prinzipiell okay gewesen. Ich hatte aber leider nur Normalattacken. Das war irgendwie dann auch ein bisschen problematisch. Weil die Attacken machen mir auch sehr zu schaffen. Vor allem, wo ich jetzt beim Training wieder gesehen habe, es hätte hier auf der Route auch nochmal wieder Quappo gegeben, Ponita, Glutexo, hat noch Blutzuck. Gut, Blutzuck wäre jetzt vielleicht nicht so das Nützlichste gewesen. Aber gut, zugegeben, gegen die Hydro-Pumpe wären auch die Feuer-Pokémon nutzlos gewesen, aber trotzdem. Es gibt immer so viele coole Pokémon und ich fange halt so den, ja, die etwas normaleren Sachen an, die mir nicht so viel bringen meistens. Nicht mal die Wickelstrategie hat mir hier den Arsch retten können. Wobei das so daran liegt, dass ich die Donnerwelle nicht einsetzen konnte. Weil mit Donnerwelle hätte das, glaube ich, echt funktioniert. Weil dann wäre der Gegner... Ja, das ist das Schöne. Hätte ich Gyarados zum Beispiel paralysieren können, wäre er nie wieder zum Angriff gekommen. Dafür hätte ich sorgen können mit Wickel. Außer halt, Wickel geht daneben. Aber es ist ja eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Also da hätte ich ziemlich sicher gewonnen. Nur leider kann ich den Gegner nicht paralysieren. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Das ist. Mir fallen tatsächlich gerade nur drei Optionen ein, die irgendwie was bringen. Na gut, sagen wir vier. Wobei die eine nicht wirklich eine, ja, relative Option ist. Also erstens, ich fange jetzt halt nochmal von vorne an mit den gleichen Regeln, mit einem neuen Seed halt wieder. Und mach den ganzen Scheiß halt nochmal und hoffe dann, dass ich Rocco besiegen kann beim nächsten Mal. Wobei ich dann davon ausgehen muss, dass ich an Misty zum Beispiel spätestens wieder schalte. Oder an irgendeinem anderen random Trainer. Auf der nächsten Route stehen wie viele Trainer? Viele. Um überhaupt bis zum Mondberg durchzukommen, muss ich mich durch eine ganze Horde Trainer kämpfen. Von denen jeder natürlich potenziell wieder die Hölle sein kann. Ich könnte mich überleveln beim nächsten Mal. Ja, toll, dann macht es nur leider auch keinen Spaß. Abgesehen davon macht das Leveln ja nicht wirklich Spaß. Auch mal das... Aber sonst... Ich weiß nicht, es ist... Dritte Möglichkeit halt, ja, ich passe die Regeln an, also ich ändere den Randomizer, dass die Trainer-Pokémon eine ähnliche Stärke haben. Wobei ich dann... Oh nee, das ist Quatsch. Ja, nee, die Regel gefällt mir nicht, weil dann theoretisch müsste ich auch die wilden Pokémon auf ähnliche Stärke setzen. Was bedeutet, wir werden einfach... Nicht wirklich was Interessantes drin. Dann findest du auf der ersten Route immer noch Taubsi, Raupi und Bratfratz so ungefähr. Weil was hat eine ähnliche Stärke? Vielleicht ein Goldini, toll. Ja, ist da... Dann, das nimmt mir so ein bisschen den Spaß an einem Randomizer, weil es zu wenig Pokémon hier gibt. In der späteren Generation könnte das funktionieren. Aber so ist das leider... nicht wirklich schön. Und genau das ist auch die vierte Option quasi. Ich könnte einfach sagen, okay, scheiß drauf, Pokémon Blau. Ich krieg's partout nicht hin. Ich nehme eine andere Edition. Ich könnte das Remake versuchen. Das ist vielleicht gar nicht mal so doof. Blattgrün würde ich sowieso nochmal irgendwann machen. Ja. Ja. Okay. Gut. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Es ist unglaublich.
Nee. Also mir fällt keine Möglichkeit, die mir gefällt. Formulieren wir es so. Mir fällt keine Möglichkeit, die mir gefällt, ein, wie ich das hier gewinnen kann. Weil leider auch die KI echt einfach Bullshit ist. Ich habe nicht gewusst und nicht damit gerechnet, dass Statusveränderungen in der Runde, in der sie zugefügt werden, geheilt werden. Das ist schon extrem. Das ist einfach extrem und extrem unfair, finde ich. Weil sowas ist halt immer mein letzter Ausweg. Wenn ich einen Gegner nicht besiegen kann auf konventionelle Weise, indem ich einfach fester draufhaue, dann kannst du so eine Strategie halt versuchen wie, okay, Gift. Gift und dann irgendwie gucken, dass dein Pokémon am Leben bleibt. Aber das ist hier leider unmöglich. Deswegen... Ich müsste die Regeln ändern und wie ich halt gerade erklärt habe, das will ich nicht. Das will ich wirklich nicht. Weil was ich dann daraus machen muss, dann kann ich das Spiel genauso gut normal durchspielen. Dann brauche ich den Randomizer quasi gar nicht mehr. Außer für die Starter. Auch bei den Startern muss man sagen, wir hatten jetzt in gewisser Weise ein bisschen Pech. Weil allein in diesem... Oh, Moment, mir fällt gerade eine Sache ein. Das könnte ich mal schnell nachgucken. Ich weiß, dass der Randomizer... hat er das? Wo ist denn das? Oh, habe ich das gelöscht? Ah, schade. Ich glaube, ich habe es gelöscht. Ah, schade. Schade, schade. Ich weiß, dass der Randomizer ein Logfile anlegt. Für das gerandomizte Spiel. Ich glaube, die habe ich aus Versehen gelöscht. Ja. Schade. Schade. Weil da hätte ich jetzt gerne mal reingeschaut, weil mich dann beispielsweise interessiert hätte, wäre nur für diesen einen Seed jetzt gewesen zum Beispiel, wie hätten denn die nächsten Arena-Leiter ausgesehen? Was hätte der Champ gehabt? Das wären Sachen, die mich jetzt einfach mal interessiert hätten. Das müsste da drin stehen. Ah, oh, schade. Sowas sollte ich mal lernen, dass ich das aufhebe. Gut. Gut. Alles klar. Schade. Das hätte mich jetzt interessiert. Das hätte mich nämlich nicht gewundert, wenn A, der Champ am Ende die absoluten Luschen-Pokémon gehabt hätte. Einfach weil, warum nicht? Der erste Arena-Leiter ist nicht schaffbar. Dafür wäre der Champ halt auf Level 2 schaffbar, so ungefähr. Also etwas überspitzt, klar, aber trotzdem. Er hätte mich mal interessiert, ob man das so einfach hätte schaffen können. Aber gut, dann machen wir es jetzt ganz einfach. Das war's für heute von Pokémon Blau und das war's auch erstmal komplett mit Pokémon Blau. Ich gebe auf. Also, nein, wirklich, ich gebe auf. Ich habe da keine Lust so drauf. Ich will jetzt auch nicht nochmal den ganzen Anfang machen bis hierhin. Das wird mir auch selbst zu blöd. Das wird mir selbst zu doof. Deswegen machen wir es jetzt einfach mal so. Ja, Feierabend mit Pokémon Blau. Wir versuchen das Ganze dann am besten direkt im Anschluss quasi nochmal mit Pokémon Blattgrün. Ist ja quasi das gleiche, nur halt in Grün. Badumts. Aber vor allen Dingen dritte Generation. Es gibt ein paar Änderungen, die halt für mich sehr angenehm sind. Und es gibt vor allem wesentlich mehr Pokémon, da könnte ich dann sogar überlegen, ob ich gleiche Stärke einstelle. Nee, nicht überlegen. Das sollte ich dann definitiv machen. Wobei es halt, ja. Ich schau mal, wie genau ich das machen werde. Was soll's. Das war's jedenfalls von diesem Quatsch hier. Ich hab keinen Bock mehr. Bis zum nächsten Mal. Schönen guten. Tschüss.